Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel Tacticals 5 vs. 5 Shooter. Ich hab's mal gestartet, ich habe meinen alten Account gesucht, gefunden und ja, wie gesagt, runtergeladen, alter Account gesucht, gefunden, bin Level 4. Ich dachte zwar, ich wäre weiter gewesen. Da gibt es bestimmt, ich habe zwei Accounts bestimmt gehabt. Einmal den und noch einen anderen. Red Dog. Bestätigen. Eingang abholen. Ich fahre hier schon viel weiter. Ich verstehe das nicht. Irgendwie schon ein bisschen komisch. Aber ich glaube nicht, dass man mit Level 4 anfängt. Deswegen denke ich, dass es... Also ich denke, dass es mein einer meiner alten Accounts war. Wie gesagt, bei dem einen Account war ich viel weiter. Werbung gucke mache ich jetzt nicht. Jetzt nicht. Nicht in Clan, offline. Laden. Eingang. Feedback, Einstellungen, okay, Belohnung abholen, oh, schon zwei Belohnungen, vier. Die waren schon abgeholt. Also die ersten beiden waren schon weg. Ich muss nur die beiden abholen. Ah. Ja. Los. Ich weiß, ich hatte damals noch eine Schrotflinte gehabt. Die war richtig cool. Hier diese hier. Und ja.
Gott. Ein Zug kommt. Schaffe ich es noch? Jawohl. Ah, ich muss immer vom Stern hinbeilassen. Jetzt sind wir denn. Dann haben wir alle drei einmal durchgespielt. Da hinten hin. Jawohl. 95 zu 33. Das hört sich doch gut an. Schön. Level 2. Da stand doch Level 4 bei mir vorhin. Red Dog, Stufe 4. Naja. Missionen. Töte einen Feind in der Hocke. Oh, das wird schwer. Wie hockt man sich hin? Schauen wir mal. Also meine Mission ist, einen Feind zu töten in der Hocke. Dann werde ich mal sagen, probieren wir die ganzen Knöpfe hier aus. Fangen wir mit denen hier wieder an. Ah, hier. Das ist die Hocke. Oh, ich gehe hoch. Okay.
hätte eigentlich rumbleiben können. Dreh dich um. Ich glaube, ich bin fast tot. Yeah, zwei auf einen Streich. Ich glaube. Ach, mit F1 geht das. Nochmal F1, dann kann ich in die Hocke gehen und wieder F1. Muss ich hinlaufen? Ja, boah, 126. Nice. Ah, ich darf den weißen Strich nicht berühren. Doch, ich muss den weißen Strich berühren. Mission abgeschlossen. Tägliche Quest. Oh, eine abgeschlossen. Schaffe 30 Snipergewehr, okay. Okay. Okay, mit der Mine. Ausrüstung bestätigen. Na gut. Los geht's. Snipergewehr. Da ist es. Genau, brauchen wir nicht mehr zu gehen.
Deswegen einfach nur laufen. Dazu kommt Achtung. Okay. Den Sniper habe ich jetzt auch verstanden. Das ist immer so ein Kreis, da muss ich erstmal füllen. Dann kann er erst schießen. Yuppie! Genau, komm hier rüber. Neunundneunzig zu 31. Wow. Hatte ich jetzt meine Mission schon fertig? Ich glaube nicht. 30 Kills brauchte ich. Ich habe keine 30 Leute gekillt. Deswegen nochmal einen Sniper nehmen. Schön weit hinten stehen und immer zielen und schießen.
Du wirst gejagt, warum nicht? Welche man noch gejagt? Ja, und dann steht es so, okay. Ach, das ist schön. Immer schön hier stehen. Und die kommen immer alle angelaufen. Hallo, die sollen auch zu mir kommen. Keine Munition mehr. Nachladen und down. Down. Das ist ja witzig. Nachladen. Tot. 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 Ist das eine dumme KI, gegen die ich spiele, oder sind das alles Menschen? Guck mal, ich brauche nur hier zu stehen. Oh, gewonnen. 68 zu 32. Ach. Quack. So ein Mist. Missionen. Jetzt sind das hier Laymore Minen. Okay. Ich probiere einmal die Minen. Muss ja eigentlich nur 3 Stück. 29 Kills. Boah, in der letzten Runde 29 Kills. Null mal gestorben. Cool. Naja. Den da irgendwie ein Team jetzt da drin? Ich weiß es nicht. Snipergewehr MG braucht länger 15. Ja.
habe keine Minen. Vielleicht geht es ja auch mit Granaten. F1. Schnappt ihr die rote Tasche. Okay, Schrotflinte. Ich habe Tasche. Die haben auch alle Schrotflinte. Das war cool. Naja, das war mit Absicht. Ah ja, klar. Der wollte auch die Tasche haben. Ah, jetzt kommt er direkt hin. Hat er mich nochmal überfahren. Ah. Na gut. Ach, ich wollte eine Bombe, eine Granate schmeißen. Egal. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Was ist denn hier noch? Einstellung. Voice Sprache. Okay, das war's für heute. Ich sagte mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.